Ey, what's poppin' everyone? Wie geht's, wie steht's? Bin doch nicht so früh online, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Wurde eigentlich noch so eine Stunde früher mindestens, aber it is what it is. Wir haben jetzt noch 2 Stunden Dark Arthesia-Ticket und ich werde wahrscheinlich die vollen 2 Stunden auch auf Dark Arthesia verbringen, vermutlich zumindest. Und danach machen wir noch ein paar Dungeons und farmen noch ein paar Zombies wahrscheinlich. Aber mehr ist heute eigentlich nicht mehr drin. Genau. Yukiko, was geht ab? Wie geht's, wie steht's? Muss Saugetier offline nehmen, weil sonst laggt es zu sehr. Damn. I'm sorry. Wäre natürlich nice, wenn in diesen 2 Stunden nochmal Event kommt. Oh. Double Rip. Falscher Chat. So viel gibt's da noch nicht zu hören. Ich habe heute nochmal 10 Boxen gekauft, also 10 Day-Boxen. Wieder für 50 Mio, also 150 Mio, 15 Mio each meinte ich. 15 Mio. Also ich habe jetzt nochmal 20 nachgekauft, das heißt, Demon hat dann nochmal 61. Das ist einfach so weird. Rizu hat er dann einfach immer noch 20 mehr und hat schon 1 Ticket mehr bekommen. Das ist so seltsam. Vielleicht bringen die Boxen von anderen Leuten ja mehr Glück. Lightning Stone. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eine Party auf 40 schaffe. Weil bis die hier leer ist, ich weiß nicht, das dauert gleich zu lange. 2 Stunden? Bin ich doch zu spät online gekommen. Nervig ist halt, dass man für die Zombies ja eh nur Giftbox bräuchte, aber das ist halt der spätere Skill. Fortune Circle bringt halt nichts. Echt ärgerlich. Wäre cool, wenn man es sich aussuchen könnte. Quasi Party Level 25 und dann kannst du dir aussuchen, welchen von beiden Skills du freischalten willst. Und den jeweils anderen kriegst du dann halt erst auf Level 40. Das wäre richtig geil. Was auch voll nervt, ist, dass wenn man 20 Items braucht, das haben wir gestern gleich noch nicht gesagt, dass du, danke fürs Loot, dass es immer so aussieht, du hast dann 1000 Items, also ich bin jetzt erst bei 600 irgendwas, aber wenn ich einen Stack von beiden habe, dann sieht es dann immer so komisch aus, du hast 1000 Items, du denkst dir, oh, das ist ja eigentlich schon viel, aber in dem Fall sind es halt gerade mal 50 Boxen, was halt eigentlich voll wenig ist. Also es ist ultra wenig. Die ganzen Heroes meinen, bei Small Ganessa reinzuprügeln? Echt? Ich finde den Spawn von denen ist voll schlecht. Also wenn, dann würde ich zu den normalen Ganessa gehen. Oder wenn, dann zu Small Gorgoth. Komisch. Also ich finde Small Ganessa sind die schlechtesten auf Tower B5. Haben zwar auch am wenigsten HP, aber... ich mag den Spawn von denen nicht. Da würde ich nicht mal auf die Idee kommen, da Event zu farmen. Habe ich zwar, glaube ich, schon gemacht, aber nur kurz. Beziehungsweise habe ich da gelevelt. Gelevelt Schrägstrich gefarmt. Aktuell genau dein Level. Ja, passt ja, wenn du da farmst oder levelst. Ich meine nur, ich mag es persönlich nicht so sehr. Also vor allem fürs Event farmen halt nicht. Give me some orbs, please. Oh, damn, wir haben 227 Partypunkte. Das ist echt schwierig. Aber noch 54 Minuten, ich meine... Mal schauen. Ich check nicht, wie wir dann gestern so viele Partypunkte verloren haben. Oder ich habe öfter mal vergessen, Skills zu aktivieren. Meine Event-Items sind aber krank ausgeglichen. Gerade schon wieder 656, 656. Ich habe zwar noch nicht so viel gefarmt, aber es ist trotzdem heftig. Es war schon mehrfach genau gleich. Oh, danke fürs Loot. Du hast schon einen guten Knofi-Überschuss. Gleicht sich gerade an. Wie viel hast du schon gefarmt? Wahrscheinlich mehr als ich. Eingetauscht und jetzt wieder bei 330 each. Also knapp 60. 60, ja. Eigentlich genau 60. Nice. Er fährt an einem Unfall vorbei und schreit aus dem Fenster: Danke für euren Dude. Ich bedanke mich halt für euren Loot. Ist doch nichts dabei. Oh boy. Der hat mich eiskalt erwischt, ey. Zu dir brauche ich ja die Kette. Also ich brauche sie nicht unbedingt, aber ich will sie doch haben. Also für Yggdrasil wäre sie ganz nice. Später. Und für Revi wäre sie eigentlich nicht schlecht. Und generell sie zu haben auf jeden Fall. Das denke ich mal gar nicht so bad. Also ich nehme 20. Bitte. Ich habe noch keine Boxen aufgemacht und die Kette wird sehr selten sein, schätze ich mal. Zwischen 0,1 und 0,5%. Also zwischen 200 und 1000 Boxen, schätze ich. Eigentlich eher so 500 bis 1000. Vielleicht sogar noch seltener, wer weiß. Demon hat jetzt 35%, also wenn noch eine Stunde XP-Wind kommen würde, wäre locker 40 drinnen. 40%. Ohne auch, aber nicht locker. Dann wahrscheinlich einfach nur so 41, 42. Imber Drop Legendary Golden Staff, RIP. Was ich an dem vor allem nicht mag, ist, dass er genauso aussieht wie die NPC-Waffe. Oder nicht genauso, aber extrem ähnlich wie der Remotic-Staff. Die sehen halt fast gleich aus, finde ich. Verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum man die NPC-Waffe nicht wenigstens eine andere Farbe gegeben hat. Pretty sinnlos. Und generell gefällt er mir nicht so sehr. Vom Design. Beim Wand. True. Ja, ich, wie gesagt, verstehe es nicht. Das verstehen die wahrscheinlich selber nicht. Goldgrün. Welche, was ist denn grün? Luzakas oder was? Sadi, was geht ab? Sadi von New World. Ich weiß nicht. Ich finde, es sieht schon cool aus. Aber irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Es fühlt sich ein bisschen fake an. Fake Hype. Ey, Jiva haben kleine grüne Akzente. Ja, aber ganz klein. Ganz, ganz, ganz klein. Gut, kommt drauf an, welche Waffe, aber grün wäre da die letzte Farbe, die mir einfallen würde, wenn ich AG-Waffen beschreiben würde. Ich würde ja gerne sagen, bei New World, vielleicht spiele ich es in meinem Urlaub mal an, aber ich habe leider erst Ende Dezember Urlaub. Und dann auch nur eine lausige Woche. Und ich weiß nicht, ob ich da dann wirklich spielen werde. Also wenn, dann werde ich es bis dahin wahrscheinlich schon gespielt haben oder auch nicht, wer weiß. Soweit ich weiß, haben sich jetzt da diese, wollten sie jetzt da den Servertransfer demnächst machen und nochmal die Serverkapazitäten erhöhen. Spätestens wenn das passiert ist, könnte man es mal riskieren, einen Blick reinzuwerfen. Weil es dann ja eigentlich keine Wartezeiten mehr geben sollte. Bis zum nächsten großen Update. Das Melee 101 kann man sich sehr leicht an Link Attack gewöhnen. Ja. Hast du Red Scroll oder normales Link Attack? Ein Filler mit Scroll. Oh. Sauber. Ja, wenn man es nicht gewohnt ist, ist Link Attack schon krass. Wenn man es gewohnt ist, dann rechnet man leider immer mit Link Attack. Was dafür sorgt, dass dein Damage ohne Link Attack sich abnormal low anfühlt. Danke fürs Loots. Appreciated. Vor 10 Jahren hattest du immer alles größer an. Na gut, das würde ich jetzt allein schon aus dem Grund nicht machen. Weil du ja bei Party Skill und Party XP und so kriegst du ja Disconnect. Wenn du drüber fährst. Ja, die unbegrenzten Punkte sind schon geil, aber ich finde persönlich eigentlich zu teuer, weil wenn du wirklich nur Link Attack benutzt, hältst du eine Party, außer du levelst ohne Leecher, dann ist unbegrenzte Punkte ein Must-Have, sonst hält eine Party immer nur eine Stunde oder so höchstens. Oder, naja, ein bisschen mehr vielleicht, aber viel zu kurz auf jeden Fall. Aber wenn du einen normalen Leecher hast und die Party nebenbei levelt, dann verzichte ich einfach auf die Drop-Skills und dann brauchst du keine unlimitierten Punkte, weil die Scroll ist ja auch schweineteuer. 350 Cash ohne Aktion ist schon echt teuer für 7 Tage. Auch wenn es davon Lucky-Boxen gibt, wo man mehr als eine kriegen kann und so, aber trotzdem kostet schon gut Geld. Und wenn du wirklich nur alle 4-5 Stunden quasi eine neue Party machen musst, ich finde, das geht. Und wenn du nur Link Attack brauchst, musst du ja auch nur auf Level 20 machen, das geht ja auch schnell. Taugen die Events was? Sind nicht schlecht. Power-Ups sind ziemlich gut, aber leider seelengebunden, was es deutlich schlechter macht, als es sein müsste. Und gibt eine PvE-Necklace, die ist aber auch nicht so gut. Aber gut für Zweit-Charakter. Ich habe nur in der Open Beta gespielt, Kanto, Sadi. Also ich habe es mir noch nicht gekauft. Und dir kommt es so vor, als würde man dort für alles ewig brauchen. Das habe ich heute auch gehört in einem Stream. Da meinte jemand irgendwie Phishing Level 200, weil 200 ist ja bei diesen Masteries, bei diesen Handwerksfähigkeiten das Maximum. Und da meinte einer 36 Stunden. Aber weißt du, was ich mir da gedacht habe? Vielleicht liegt das am jahrelangen Flyff-Konsum. Aber das ist doch nicht viel, 36 Stunden. Also ich meine, wenn du jetzt 36 Stunden am Stück an einer Stelle stehst und angelst, ich meine natürlich, das ist stinklangweilig und ätzend. Aber du kannst ja zum Beispiel jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde machen oder so. Dann musst du es ja nicht am Stück machen. Also muss ja jeder selber wissen. Und ich meine, heutzutage sind die Leute nicht mehr so... Also dieser absolute Todes-Hard-Grind, wo man wirklich mal 80 Stunden lang das Gleiche macht. Das liegt vielleicht nicht jedem. Aber ich meine, also der hat es halt gesagt. Und dann haben halt alle so, was? 36 Stunden? What the fuck? Aber ich dachte mir halt, wenn du das... Also du hast es dann auf Maximum. Und ich meine, gut, sie könnten es in der Zukunft erhöhen. Ich weiß gar nicht, was Phishing bringt, aber ich habe das halt nur zufällig gehört, weil ich heute auch mal wieder einen Stream angeschaut habe ein bisschen. Und ja, aber das ist das Maximum. Und dafür 36 Stunden finde ich persönlich nicht viel. Natürlich gibt es 20 von diesen Fertigkeiten, also Holzhacken, Schmieden, was weiß ich noch alles, noch 1000 andere Sachen. Aber ich finde 36 Stunden mal 10 jetzt theoretisch sind 360 Stunden Spielzeit und du hast dann 10 Fertigkeiten auf Max und wirst im Zuge dessen wahrscheinlich auch 20 Level-Ups kriegen. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so heftig. Also ich habe mich da schon ein bisschen gewundert, dass da alle so gesagt haben, wow. Also ich finde das gar nicht so heftig, ehrlich gesagt. Aber natürlich, wenn man bedenkt, wie langweilig Fischen wahrscheinlich ist, klar, aber ich würde es ja dann einfach nicht am Stück machen. Also wenn es was richtig Langweiliges oder Ätzendes ist, würde ich mir jetzt selbst sozusagen so eine tägliche Quest geben, eine halbe Stunde fischen gehen oder eine Stunde fischen gehen und dann von den restlichen 3 oder 4 Stunden, die ich zocke, mal etwas anderes machen, was mehr Spaß macht. Sag ich mal. Ich meine, wenn du dich wirklich 12 Stunden hinstellst und fischst, ich meine, das fühlt sich dann wahrscheinlich an wie 50 Stunden, aber... Oh, Cyclone Orb, nice. Aber ich meine, da bist du ja dann auch selber schuld, sag ich mal. Zwingt dich ja keiner, so ein Stück zu machen. Aber das ist halt vielleicht schwieriger, wenn man nicht so viel MMOs spielt oder halt keine MMOs spielt, die so einen harten Grind haben. Aber ich finde, 36 Stunden kann man gar nicht als Grind betrachten. Das ist ja eigentlich normal. Es wäre ja traurig, wenn es noch schneller gehen würde. Da hätte das Spiel ja gar keine Langzeitmotivation, wenn du für alles nur so 10 Stunden brauchst. Das ist ja in 2 Wochen durchgespielt. Also MMOs kann man ja nicht durchspielen, aber ich meine, wenn du alles auf Max hast und nichts mehr verbessern kannst, könnte man ja schon fast behaupten, das ist so ähnlich wie es durchzuspielen. Also wenn du anfängst dich zu langweilen, ist schlecht, sag ich mal. Wenn du nichts mehr zu tun hast sozusagen. Und ja, mal schauen. Also ich habe gehört, dass sie, wie gesagt, demnächst jetzt anfangen wollen, die Serverkapazität nochmal zu erhöhen. Und die wollen ja auch die ganzen Charaktere transferieren lassen. Auf die Server, auf denen sie tatsächlich auch spielen wollen, weil jetzt viele Leute auf einem Server angefangen haben, auf dem sie eigentlich gar nicht zocken wollten. Einfach nur, um endlich spielen zu können. Und wenn das alles passiert ist und ich dann höre, dass es keine Warteschlangen mehr gibt, dann werde ich vielleicht mal reinschauen. Aber ich weiß nicht, 40 Euro für ein Spiel, das ich dann vielleicht gar nicht wirklich spielen werde. Schon eine Menge Geld. Mal schauen. Aber aktuell halt, ich meine gut, auf den neuen Servern habe ich gehört, soll es gar nicht mehr so schlimm sein. Aber ich warte trotzdem lieber noch. Soll ja doch auch noch einige Bugs geben und so. Für die Handwerkslevel in Terra braucht man auch viel länger. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo es sowas wie diese Handwerkslevel gab, ehrlich gesagt. Oder zumindest nicht aktiv. Das kenne ich gar nicht. Ist da noch am Warten? Ich denke mal, da kann man nichts falsch machen. Was mich halt immer stört, ist bei sowas, dass halt viele Leute, also vor allem auf Twitch, die Hälfte der Streamer spielt das Spiel halt nur, weil sie bezahlt werden. Und sobald sie nicht mehr bezahlt werden, hören sie sofort auf zu spielen. Sowas finde ich halt immer... Ich finde sowas schade in einem Spiel eigentlich mehr, als dass es ihm hilft. Ich meine, natürlich kreiert es einen extremen Hype, wenn plötzlich jeder Streamer dieses Spiel spielt und auch nicht einfach nicht damit aufhört. Sie spielen es einfach die ganze Zeit und machen nichts mehr anderes. Aber irgendwie ist es halt auch Schwachsinn, weil wenn die es gar nicht spielen... Also ich meine, manche wollen es wahrscheinlich schon spielen. Also manche würden es wahrscheinlich auch spielen, wenn sie nicht bezahlt werden. Aber es gibt bestimmt auch einige, die es wirklich nur deswegen gespielt haben. Ich weiß nicht, sowas finde ich immer schlecht. Das wäre im Endeffekt... fast schon ein bisschen irreführend. Für den Zuschauer. By the way, werde ich bezahlt, dass ich Fleisch spiele. Jetzt ist es raus. 1000 € im Monat, Kappa. Ich wünschte, es wäre so. Habe ich bei Flyff reingecasht? Yes, aber nicht auf dem Charakter. Der Charakter hier ist free to play. Generator Orb, let's go. Generator. Pokémon-Karten, was hast du dir geholt? Einzelne oder Sealed, also Boosterboxen oder sowas? Wie viele Spielstunden in Flyff ich habe? Keine Ahnung. Zu viele. Oh, Celebration. Na, stimmt. Kam das nicht sogar jetzt gestern raus oder vorgestern? Freitag? Ja, ich habe das voll verpennt. Weil ich mich ja aus Pokémon eigentlich ein bisschen zurückziehen wollte. Aber das Set hätte man eigentlich noch mitnehmen müssen. Aber da habe ich nichts bestellt. Null. Aber ich habe es vergessen. Aber es ist auch so nervig bei Pokémon. Du musst es halt jetzt schon ein halbes Jahr früher bestellen. Es ist halt auch echt schwierig. Also ich finde das auch komplett bescheuert. Wir müssen halt immer eine Extrawurst machen bei Pokémon. Ich weiß nicht wieso. Alle anderen Sachen ganz normal. 3, 4 Monate vorher schon relativ realistisch. Aber bei Pokémon übertreiben die so krank mit den Vorbestellzeiträumen. Und dann kannst du es halt auch nur so eine Woche bestellen und danach ist es weg. Wenn du es nicht in der, also wenn du es verpasst, diese eine Woche, dann ist es weg. Dann kriegst du es nicht. Das ist... keine Ahnung, warum man das macht. So unendlich dumm einfach. Kein Fan davon, von dieser Politik. Ich meine, Deadline gibt es immer. Also ich meine, du hast jetzt nie irgendwie ein halbes Jahr Zeit, um was vorzubestellen. Das ist ja auch Schwachsinn, aber bei Pokémon sind sie nicht mal halb so lang wie bei Yu-Gi-Oh. Also Yu-Gi-Oh hast du, glaube ich, wenn es losgeht, einen Monat ziemlich genau. Oder sogar etwas mehr Zeit. Das reicht dann auch, das habe ich eigentlich noch nie verpasst, den Zeitraum. Aber nicht so schlimm. Ich wollte ja eh aus Pokémon aussteigen. Ist auch schwierig, sich auf 2 Sachen zu konzentrieren. Weil ich mache das ja eh nur nebenbei. Wie meinst du das, wie das läuft? Eigentlich genauso wie wenn du auf Card Market was vorbestellst. Du bestellst 30 Dinger und dann kriegst du sie, wenn es rauskommt. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Dasselbe Prinzip. Aber du hast ja, wie gesagt, eine gewisse Zeit, in der du es bestellen musst und danach ist ja die Deadline vorbei. Das heißt, dann gibt der Großhändler den Auftrag weiter an das Druckerzentrum oder halt an den Hersteller. Und wenn du dann nacheierst und erst zu spät deine Bestellung aufgibst, da steht dann auch immer dabei, dass sie die dann wahrscheinlich nicht vollfüllen werden, also nicht erfüllen werden, weil du halt zu spät dran bist. Also wenn du Glück hast und jemand springt ab und sagt, okay, ich will meine Vorbestellung nicht, oder es wird einfach ein bisschen Überschuss geprintet, dann kriegst du vielleicht doch noch was. Aber wenn du Pech hast, kriegst du dann nichts. So ist es halt bei Pokémon. Also wenn du nicht in der Deadline bestellst, bist du raus. Dann kriegst du nichts. Bei Yu-Gi-Oh! Ich glaube einmal bei Zubehör war es mal so. Also bei den Dark Magician, The Dragon Knight, da gibt es ja diese Höhlen und Ordner von. Die kann man auch vorbestellen. Und da habe ich meine Deadline verpasst. Da habe ich die dann noch im Nachhinein bestellt und da habe ich dann auch Sachen bekommen, obwohl ich quasi zu spät bestellt habe. Also da war dann quasi was übrig. Das habe ich dann noch bekommen, aber kannst du da nichts sagen, wenn du dann halt nichts bekommst, dann hast du Pech gehabt. Da kannst du dann auch niemanden ans Bein pinkeln. Generator Orb schon wieder, nice. Gimme those Orbs. I need them. Ja, noch einen Monat bis Eldorado. Ich hoffe, es wird nicht verschoben. Bei Yu-Gi-Oh! Hab ich richtig Bock drauf. Nochmal nachschauen, ob sich da schon was verschoben hat. Ja, wo sind denn die ganzen Monster, Mann? Das gibt's ja nicht. Ne, 18.11. ist immer noch. Und ein Monat und eine Woche noch. Oh, am Donnerstag kommt auch ein neues Structure Deck raus. Cyber Strike. Kann man bei mir schon vorbestellen? No. Also ich kann jetzt Vorbestellungen anbieten, seit ich die 1000 Verkäufe habe, aber bin mir nicht sicher. Weil das Problem ist halt, wenn man Vorbestellungen aktiviert, dann muss ich es halt quasi am Release-Date verschicken. Also bin ich dann verpflichtet, es am Donnerstag, wo es rauskommt, zu verschicken. Und ja, ich weiß nicht. Ich kann halt jetzt noch nicht sagen, ob ich an dem Donnerstag, also ich meine, wenn ich jetzt theoretisch 50 Bestellungen hätte, jetzt mal rein theoretisch, ich meine, das wäre schon sehr viel, rein theoretisch, und ich habe an dem Donnerstag dann irgendwie kurzfristig nicht so viel Zeit oder so, dann würde ich halt, dann könnten mich die Leute halt massenhaft bei Card Market, wie sagt man, anzeigen nicht, aber halt, naja, melden, abfacken, wie auch immer. Ich meine, das macht kaum jemand, aber ich weiß nicht. Vorbestellungen bin ich jetzt erst ganz neu dabei. Und man weiß auch noch nicht, ob man alles bekommt, weil bei den Tints war es jetzt so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es kamen jetzt diese Tints raus. Also, das hast du selbst mitbekommen. Und da war es ja so, oder da ist es so, dass die nicht alles drucken konnten. Und es wurde auch erst sehr kurzfristig bekannt gegeben, also erst 2 Tage vorher oder so. Oder ein paar Tage vorher, vielleicht nicht unbedingt 2 Tage, aber erst ganz kurz vorher wurde bekannt, dass sie nicht alle Tints, also dass sie nicht alle Bestellungen erfüllen können. Und die erste Furie kam ja, da habe ich ja meine bekommen. Aber dass viele Leute ihre Vorbestellungen nicht bekommen haben, weil die meisten Tints oder einige Tints halt eben nicht lieferbar waren und die jetzt erst dann im November kommen. Also in 2 Wellen kommen die quasi. Und das könnte ja bei Eldorado theoretisch auch passieren. Ich meine, wäre nicht so schlimm, du könntest ja die ganzen Vorbestellungen dann canceln. Also wenn die Leute dann wollen, dass du es cancelst, kannst du ja machen, ist ja nicht schlimm. Dann kriegen sie ihr Geld wieder. Aber ja, all solche Sachen, ich weiß nicht. Gefühlt kann halt bei Vorbestellungen noch so unglaublich viel mehr schief gehen. Und im Endeffekt hast du dann eine Menge Arbeit, im Endeffekt für nichts. Ich weiß nicht. Also es sieht zumindest momentan einfach nach einer schlechten Zeit dafür aus. Weil halt irgendwie bei jedem Release entweder es verschiebt sich oder es kommt irgendwie, es wird in mehreren Wellen released oder... Ich weiß nicht, irgendwie kommt immer was, immer kommt irgendwas dazu. Vielleicht 2 Wochen vorher oder so. Anfang November, vielleicht. Muss ich mir noch überlegen. Aber jetzt auf jeden Fall noch nicht, jetzt ist auf jeden Fall zu früh. Gibt aber wahrscheinlich schon Leute, die es schon online haben, oder? Mal schauen. Eldorado. Box. Uff, 20. Saftig. Achso, ne, wobei die kosten ja auch mehr. Ne, ich habe jetzt gerade die Tints gedacht, weil die kosten ja nur 15. Oh, Firecard, ey, let's go. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 1 Stunde 18. Hm. Tints sind auch im Preis gestiegen? Ja, kann schon sein, weil es ja weniger davon gibt. will gar nicht nachschauen. Ich will gar nicht nachschauen. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe alle verkauft. Wie viele habe ich bestellt? Um, 74. Oder? Ne, 72. 6 mal 12. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Hätte man eigentlich ruhig mehr machen können. Rückwirkend betrachtet. Aber das Ding ist halt, weißt du, man weiß halt nicht immer, wie gut etwas ist. Vor allem werden ja meistens weiß man erst kurz vorher, und mit kurz vorher meine ich jetzt nicht wirklich so kurz vorher, aber lange nachdem du es bestellt haben musst, erfährst du eigentlich erst, was drin ist. Und das heißt, du musst es quasi vorbestellen, bevor du weißt, wie gut dir der Inhalt ist. Und das heißt, es ist halt immer so ein kleines Glücksspiel, weil wenn die Karten kompletter Trash sind, dann ist das Produkt quasi so wenig wert, dass du entweder Minus machst oder du bleibst halt ewig drauf hocken, um dann kein Plus zu machen, sondern einfach nur dein Geld wieder zu bekommen. Und wenn du dann Tausende bestellt hast für Tausende Euro, ist das natürlich richtig schmerzhaft, weil das ist auch viel gebundenes Kapital in einem schlechten Produkt. Aber wenn es aber saugut ist, dann würdest du natürlich gerne sehr viel bestellen, aber woher willst du es wissen? Das ist halt so eine Sache. Und bei den Tints muss man ganz ehrlich sagen, da sind zwar ein paar gute Reprints drinnen, aber eigentlich sind die nur so teuer wegen einer einzigen Karte, wegen dem Crossout Designator. Wenn der nicht drinnen wäre, wären die Tints wahrscheinlich sehr uninteressant. Also es ist halt wirklich nur eine einzige Karte, die überhaupt den Preis rechtfertigt. Und das wusste man nicht, dass sie drin ist, soweit ich weiß. Vorher wusste man es nicht. Als müsste nicht, als man sie bestellen musste, da wusste man es auf jeden Fall noch nicht. Naja, ist halt wie das meiste im Leben ein Glücksspiel. Aber wenn man es vorher schon wüsste, dann wüsste es jeder und dann wäre es wieder nicht so gut. Du meinst Flyff? Da spricht man doch nicht Flyff aus, dem Vollidiot. Das heißt Flyff. Fly for fun. Flyff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Das ist eigentlich ganz einfach. Mal gewinnt man, mal verliert man. Alright, hau rein. Man sieht sich. Ich werde halt keine zweite Party auf 40 schaffen. Nice. Außer wenn ich jetzt anfange vielleicht. Schaffe ich das in einer Stunde? Oder ich höre einfach auf, Party-Skills zu benutzen. Aber ich muss Link Attack auf jeden Fall benutzen. Wer weiß, wie viele Punkte dann übrig bleiben. Na, ich glaube, ich riskiere sie mal jetzt einfach nochmal eine neue Party. Who cares? Puh. Dun, dun, dun. Link sucht ihr. That's who I am. Ja, eigentlich wäre die Party ja auch leer gewesen, aber ich bin halt trotzdem zu spät online gekommen. So knapp eine Stunde, wenn ich früher online gewesen wäre, dann hätte man die Party noch leer machen können und dann noch eine neue starten können und ja. Aber it is what it is. Nope, aber danke. Und Rio Kuhne, was geht ab? Ich muss noch mal kurz meinen Shop auffüllen. Danke fürs Loots. Appreciated. Ja, vielleicht knall ich einen Upcut-Stone rein, einen sehengebundenen, wenn wir einen Link-Attack haben, um auf Nummer sicher zu gehen. Wäre natürlich nice, wenn es dann auch nochmal regnet, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. So, jetzt noch 6 Mobs, dann hat Demon 40%. Ich spiele nur offizielle Server und da gibt es nur einen. Zumindest nur einen deutschen. Oder einen Anbieter, besser gesagt. Nice. Jetzt muss man noch... Naja gut, okay. 5 Minuten bis dahin müssten wir es eigentlich auf Level 20 schaffen. Knapp zumindest. /23 haben wir jetzt auf Demon. Wären halt locker über 50%, wenn nur ein einziges Event mehr gestartet wäre. Aber bis jetzt 1. Wobei ich Freitag nicht gespielt habe oder nicht gelevelt habe, aber wäre wahrscheinlich auch nur 1 gewesen. Dann wären es jetzt 2. 2 Stunden. Danke fürs Loot. Bin zu selten on, heute waren schon 2. Earthcard, ey, wow. Ohne Party-Skills droppt man halt echt besser. Ja, Spaß, aber not too bad. Und Ja, was heißt zu selten on? Gestern war ich 4,5 Stunden online und es hat ein Event gegeben. Ich meine, wenn ich jeden Tag 4,5 Stunden spiele und da ist ein Event, dann wären das 13,5 Stunden und 3 Events. Das ist halt eine lächerlich schlechte Quote. Und ich bleibe ja nicht den ganzen Tag online, nur um dann 1 Stunde zu nutzen. Das ist ja auch Schwachsinn. Vor allem, wenn du da mal kurz nicht da bist, duschen, essen, wo auch immer, ist ja sofort wieder vorbei, weil 1 Stunde ist ja nichts. Weil das, wenn du da nicht von Anfang bis Ende durchziehst, ist ja eh gleich wieder vorbei. Das ist einfach Trash. Trash-Event. Also wann das letzte heute war, Yukiko? Um wie viel Uhr? Und Floor, was geht ab? Danke. Ich glaube auch nicht, dass noch eins kommt. Wenn dann erst gegen Ende. Außer das letzte ist jetzt schon mindestens 4 Stunden her, dann vielleicht schon. Aber es bringt mir nichts mehr. Weil, also es muss jetzt starten im Endeffekt, weil dann ist mein Ticket weg, dann level ich nicht mehr. Dann mache ich nur noch Dungeons und töte Zombies. Hm. Da bringt mir die XP-Rate dann nichts mehr. Gleich wieder Karten spielen gehen. Süchtig, ja? Kappa. Uhrzeit nochmal das Haus verlassen, damn. Crazy verrückte people. Es gab Atem. Flyff oder was, Floor? Time's out. Was ist passiert? Nicht mehr viel, bist schon im Bett, weil du etwas angeschlagen bist. Gute Besserung. Hast dir wieder einen Finger abgeschnitten. Oder eine Kofferraumtür auf den Kopf gehauen. Oder nur ein bisschen Rona. Nee. Gleich. What the fuck? Ehrlich gesagt dachte ich, dass du Single bist. Damn. Das ist echt beschissen. Die Dark Arthesia-Tickets habe ich aus den Dayboxen, ja. Auf Frizu habe ich 9 Boxen habe ich auf Frizu geöffnet. Ein Eintagesticket, ein 7-Tage-Ticket, also perfekt. Und auf Demon habe ich 49 Boxen geöffnet, ein Eintagesticket. Jetzt habe ich nochmal 20 gekauft für 300 Mio. Aber ist jetzt schon Katastrophe. Komplett unterschiedliches Verhältnis, also sehr schlecht. Viel zu wenige Boxen auf jeden Fall. Und es verkauft leider fast keiner welche. Also die wenigen, die ich gekauft habe, habe ich schon nur gerade so bekommen. Wobei jetzt tatsächlich nochmal welche drin sind. Okay, nice, ich habe nochmal 20 gekauft. Also jetzt habe ich quasi... Wie habe ich jetzt wieder? 70? 90. Jetzt habe ich auf Demon wieder 90 quasi. Beziehungsweise könnte ich dann auf beiden 85 wieder machen. Aber er hat ja ein Ticket mit Nachteil, also muss er mehr Boxen haben. Aber es ist trotzdem beschissen. Also ich bräuchte halt eher so 300 Boxen nochmal auf beiden, um ein paar Wochen in Dark Arthesia farmen zu können. Ich meine, es muss ja auch gar nicht so viel sein, aber also ein paar 7-Tage-Tickets würden ja reichen auf beiden. 2 oder 3 Stück würde mir ja schon reichen, aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wäre das schon extrem lucky, aus so wenigen Boxen überhaupt mehr als 7-Tage-Tickets zu kriegen. Also aus 49 war quasi keins drinnen bei Demon. Oder aus 49 1. Oder aus 50 1, whatever. Wenn du die von Rizzo mit reinziehst. So. Jetzt ist natürlich mein Invi voll. Jetzt aktiviere ich mal einen Upcut-Stone. So. Bless Unleashed wahrscheinlich Floor. Ja. Dort habe ich auch mal gespielt in der Beta. Soll ultra krank Pay to Win sein. Zumindest laut Steam Reviews. Aber ich meine, es ist Free to Play, also keine Ahnung, was die Leute erwarten. Haben wohl noch nie ein MMORPG gespielt. Das ist eigentlich normal. Damn, Times Out kann man sich echt nicht vorstellen. Mein Beileid auch. Das ist schon echt beschissen. Jars habe ich bekommen, ja. Ein Eintages und ein Siebentages. Auf Demon. Aber die wollte ich ja gar nicht. Und ein 15 Tage Invi-Bag habe ich noch bei ihm bekommen, aber der bringt mir eigentlich auch überhaupt nichts. Bin ich wieder geil auf Pet Food? Können wir das vielleicht anders ausdrücken? Möchte ich Pet Food kaufen? Ein bisschen würde ich wohl noch nehmen, ja. 6 Eier habe ich noch. Das sind alle meine Event-Items, yes. Hat nicht jeder so viel Freizeit wie du, Atom. Ich habe was auf eBay verkauft. Let's go. Rich, by the way. Richtig schlecht von der Mechanik. Keine Ahnung, dass ich das letzte Mal gespielt habe, war letztes Jahr irgendwann. Das Hauptproblem bei dem Spiel war, glaube ich, dass es halt einen perfekten Zeitpunkt für ein Release gefunden hat. Und deswegen, glaube ich, deutlich besser abgeschnitten hat, als es eigentlich abgeschnitten hätte, weil es kam ungefähr einen Monat vor New World raus, also Ende August kam es raus. Da haben quasi alle Leute waren geil auf dem MMORPG. Und dann wurde ja New World schon wieder verschoben um einen Monat. Und genau da kam das Spiel raus, quasi wo es aber tausende, zigtausende Leute gab, die unbedingt zocken wollten. Aber es gab halt noch kein New World. Und ich glaube, davon hat das Spiel krank profitiert. Ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre das Spiel jetzt wahrscheinlich schon wieder Schnee von gestern. Also es ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber ich glaube, es hatte kurzzeitig mal 70.000 Spieler zeitgleich, was schon extrem viel ist. Auf Steam. Das kann man ja nachschauen bei Steam. Beziehungsweise, ja. Aber wie gesagt, das war wahrscheinlich wirklich nur glückliches Release-Date. Wenn es jetzt rauskommen würde, eine Woche nach New World, würde wahrscheinlich der Peak nicht mal 30.000 erreichen. Aber hätte Fahrradkette. Nachteil ist halt, New World musst du halt kaufen, ne? Aber gut. Ich meine, wenn du 1000 Stunden oder so reinsteckst und dir diese 1000 Stunden aufs Spiel viel Spaß machen, dann haben sich die 40 Euro ja gelohnt, sag ich mal. Du hast deine alten Zombie-Boxen für 10 Mio each verkauft. Ja, da hast du ja sogar Glück gehabt, weil wenn es nochmal die gleichen Zombie-Boxen gegeben hätte, wärst du jetzt quasi komplett am Arsch. Aber dadurch, dass jetzt in den neuen Zombie-Boxen keine Fita-Cookies mehr drin sind, hast du quasi übelstes Glück gehabt. Du Lacker. Dienstag ist so geil, da habe ich eine Schulung den ganzen Tag von daheim aus. Kein Pendeln. Let's go. Homeoffice-Schulung.